Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Meint sie, wird jetzt anhänglich? Sie hat sich entschuldigt. Entschuldigt? Sie hatte Angst, dass ich denke, sie nutzt mir aus. Mein Freund Thomas und ich gehen zur Therapie. Das hier sind unsere Grundregeln. Wir sind bei keinem sozialen Netzwerk. Wir wohnen in Großstädten, haben jedermanns Namen und ganz normale Jobs. Um Frauen kennenzulernen. Das ist die perfekte Kreuzung aus einer intensiven Beziehung und einem One-Night-Stand. Das ist Bäm! Das können wir nochmal machen. Das haben wir bei unserer ersten Zigarette auch gesagt. Und jetzt sterben wir beide an Lungenkrebs, genau. Scheiße. Bert, der Designer aus Mitte. Christian Schnell, Cheftierpfleger. In welchem Zoo arbeitet ihr eigentlich? In Innsbruck, im Alpenzoo. Ich hatte gerade ein kleines Eisbärbaby mit der Flasche großgezogen. In einem Alpenzoo nicht nur Alpentiere? Ich meine ja auch einen Alpen-Eisbären. Justus V., Herzchirurg. Ah, das war eine schnelle Umschulung. Therapie-Crasher Regel Nummer 3. Die Lebensläufe können nicht verkorkst genug sein. Ich hatte eine Zwillingsschwester und ist im Bauch meiner Mutter gestorben. Deswegen habe ich Angst, mir immer viel zu viel zu nehmen. Ich möchte, dass du lernst, ihn nehmen. Regel Nummer 8. Gehe immer auf deinen Partner ein. Ich habe dir auch das Gefühl genommen, etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Sag nochmal Nein zu mir. Da nicht so gerne. Ich höre dich nicht. Na, zieh wieder raus, bitte. Therapie-Crasher Regel Nummer 10. Halte dich bloß fern von deiner Ex. Na, wie geht's dir? Und die wichtigste Regel von allen, verliebe dich niemals in eine Teilnehmerin. So ist es gut. Ja, toll. Dann bist du ja auch nicht gleich. Und du bist der Erste, der sich bei mir überhaupt nicht versteht. Wir stellen eure sexuelle Beziehung auf. Ist doch nicht normal. Dann stelle ich dich, Bernd. Was bin ich nochmal? Du bist das schlaffe Glied. Entschuldigung, das schlaffe Glied bin ich. Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Wer hat meine Tochter und mich nur mit Glacé-Handschuhen angefasst? Glacé-Handschuhe und eine Narbe. Das ist Snacky besser. Ihr werdet nie Geschäftsleute werden, Kannibal. Keine Geschäftsleute. Der Groschenhofer ist ein Versuch, der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken. Anstatt das. Wir spielen die Vorgänge hinter den Vorgängen. Stopp! Herr Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet? Brauchen Sie Spaß! Brauchen Sie Spaß! Die Filmindustrie ist zu doof. Die muss erst bankrott gehen. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Du kamst von Birma herum. Meiner Meinung nach haben wir nicht die richtigen Leute an der Spitze des Staates. Wir brauchen Geschäftsleute, so wie wir. Ich bin überzeugt, dass die Zeit einer solchen Staatsführung kommen wird. Sie wird mich zu ihren Anhängern zählen. Moment bitte, nochmal auf Anfang. Ich werde in die Literatur eingehen als ein Mann, der den Vers geschrieben hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen. Liliane Susewind ist kein normales Mädchen. Ich kann mit Tieren sprechen. Morgen, Sonnenschein. Ach, Unsinn. Hast du
Lust auf ein Wettrennen? Na klar. Doch jede besondere Begabung hat ihren Preis. So, sie sind. In 24 Stunden sind sie weg. Jedes Mal, wenn sie mit Tieren spricht, dann geht alles den Bach runter. Ich will nicht noch ein einziges Mal umziehen müssen. Bis sie ihren Eltern etwas verspricht. Ich werde nie wieder mit Tieren sprechen. Außer mit Bonsai. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist. Du kannst den ganzen Tag mit mir reden. Nach der erfolgreichen Kinderbuchreihe. Wie ich sehe, freut ihr euch alle auf die Projektwoche im Zoo. Wie bitte? Das klingt ja nicht gut. Wir haben Publikum. Kommt mal mit mir. Der Ronny ist noch ein Baby. Hallo. Aber was? Hilfe! Wenn im Zoo plötzlich Tiere verschwinden. Bitte sag mir, dass das nicht schon wieder passiert ist. Doch. Wir haben den kleinen Ronny geklaut. Was? Wo ist mein Sohn? Vom Regisseur von Die wilden Kerle. Aus Paradiesia werden Tiere gestohlen. Wir finden raus, wer der Tierdieb ist. Ihre Bestellung ist fertig. Willkommen in der Hölle. Passt auf euch auf. Was macht ihr hier? Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Was hast du gesagt? Dass du ein Stinker bist. Du hast deine Socken das letzte Mal vor... Was? 5 Tagen gewechselt? Das waren höchstens 3. Ab 10. Mai im Kino. Was ist denn das? Das ist Oregon Pine, mein Lieblingsholz. Kein anderes Unternehmen weltweit ist in der Lage, auf dem globalen Markt ein Produkt besser zu platzieren. Ja, erzählt doch mal. Was? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Du magst sie nicht. Ach, darum geht's doch gar nicht. Ich habe bloß das Gefühl, dass sie dein Leben komplett durcheinander bringt. Und dann noch das Rumgebumse da hinten im Kapuff, während ich dabei bin, unsere Firma zu retten. Wo ist hier, Schnipsi? Wo ist ihr Partner? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Vielleicht ist er gerade im Urlaub. The number you have dialed is not in use at the moment. Warum uns hier, Mutter? Mailbox von Theresa. Bitte hinterlasst mir eine Nachricht nach dem Piep und ich melde mich dann zurück. Tschüss! Glaubst du, dass es eine Sünde ist? Ich weiß es nicht. Es dräut die Nacht am Lager unsere Küsse. Es flüstert wohl. Beten, verzeih uns, Maria, in deiner Huld. Sushi! Du hast es gewusst. Ich wusste kaum! Ihre Schwester wird mich nicht heiraten, niemals. Sie wird. Und sie ist meine Schülerin. Mein Interesse an ihr war immer rein auf die Musik bezogen. Das ist kein Vorwurf, Professor. Das ist nur eine Bitte. Und was wird dann aus mir? Wo komme ich noch vor? Das musst du selber wissen. So kommst du mir nicht davon. So nicht. Geh weg! Komm auf, lass mich in Frieden! Geh weg! Gehen Sie raus, Brückner, bitte! Gehen Sie bitte. Oh.
Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.